Wir leben wieder in politischen Zeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Menschen politische Fragen stellen. Seien wir ehrlich, bei fast allen von uns geht es ja immer ein bisschen hin und her, wie in der ganzen Gesellschaft. Da schlägt unser Herz und wir wollen den Menschen helfen, die aus Elend kommen, aus Krieg und Not und Verzweiflung, die ihre Kinder retten wollen, ihr nacktes Leben retten wollen und dann auf der anderen Seite die bange Frage, schaffen wir das wirklich? Diese beiden Seelen, die gehen bei ganz vielen Menschen hin und her. Und Gott sei Dank entscheiden wir uns mit großer Mehrheit in diesem Land immer wieder dafür zu sagen, ja, wir wollen das schaffen, wir wollen Heimat bieten und Menschen eine neue Chance geben. Aber es ist auch so, dass natürlich damit wieder große Gesellschaftspolitik verbunden sein muss. Es geht auch um Pragmatismus. Es geht auch darum, schnell Unterkünfte zu schaffen, schnell Integrationsleistungen zu bringen, schnell Sprachkurse in Gang zu setzen. Aber eigentlich reden wir über eine Zeit großer gesellschaftspolitischer Herausforderungen. Zum Beispiel, wie wir in diesem Land ein Bildungssystem modernisieren, das sicherstellt, dass das Versprechen, dass in diesem Land nicht Herkunft, Beziehungen, Einkommen der Eltern eine Rolle spielen auf dem Lebensweg, sondern das, was ein junger Mensch kann, dass wir das wieder unter Beweis stellen müssen, mehr als wir das vielleicht in den letzten Jahren gedacht haben. Und das heißt, wir werden uns nicht mit Kleinigkeiten zufrieden geben können. Wir werden viel Geld investieren müssen in Kindertagesstätten, in Schulen, in Sozialpädagogen, in Lehrer, in Erzieherinnen und Erzieher. Übrigens, nicht nur gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Leiharbeit und Festbeschäftigter. Ich finde, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit auch, wie wir Erzieherinnen oder Altenpfleger in Deutschland bezahlen, ist beschämend. Und zwar ist es deshalb so, und zwar meistens deshalb, weil es Frauenberufe sind. Ich behaupte, wären es Männerberufe, würden wir sie längst besser bezahlen. Also, wir werden viel Geld investieren müssen. Übrigens, das ist auch teuer. Aber wisst ihr, was noch teurer ist? Keine Kinder. Das ist die teuerste Variante von Gesellschaftspolitik. Also nutzen wir die Chancen der, die zu uns kommen. Es wird uns helfen, auch in unserem Land. Große Gesellschaftspolitik auch, weil wir zeigen müssen, dass niemand in Deutschland deshalb schlechter leben muss, weil Flüchtlinge zu uns kommen. Der Satz, der jetzt oftmals gesagt wird, für die habt ihr alles, für uns habt ihr nichts, der darf in Deutschland keine Realität werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wird das Wichtigste sein. Die Integration findet im Alltag statt, in euren Betrieben, ihr wisst das. Nirgendwo ging die Integration der früheren Gastarbeiter so schnell wie in den Gewerkschaften und in den Betrieben. Aber sie findet auch statt in den Gereiztheiten des Alltages, in den Konflikten, die kommen werden, in den Problemen, die es in den Stadtquartieren gibt. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Meine Bitte ist, alle Demokratinnen und Demokraten müssen die damit verbundenen Sorgen und Ängste auch bei sich anhören. Wir müssen dafür sorgen, dass die, die zweifeln, ob wir das schaffen, die, die Überfremdungsängste haben, die nicht klarkommen mit den kulturellen Konflikten, dass die in uns ihre Ansprechpartner finden. Wir müssen sie mitnehmen. Wenn wir das nicht machen, dann bemächtigen sich Leute dieser Ängste, die am Ende nur ihre menschenverachtende Suppe darauf kochen wollen. Deswegen, große Gesellschaftspolitik, lasst uns dieses Land zusammenhalten und nicht den Rattenfängern übergeben. Das passiert leider gerade. Die Gesellschaft ist noch gut beieinander, aber die ersten Risse zeigen sich ja. Und ich meine, wie kann man so verrückt sein, in einer solchen Lage immer wieder mal vorzuschlagen, wir sollten den Mindestlohn doch für die Flüchtlinge abschaffen, wenn wir die Armen, die zu uns kommen, gegen die Armen, die da sind, ausspielen, dann legen wir sozialen Sprengstoff in unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt übrigens eine Menge Gründe, warum man Werkverträge
vernünftig regulieren muss, Leih- und Zeitarbeit begrenzen, Equal Pay, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Es gibt eine Menge Gründe dafür. Deswegen, Detlef, werden wir die Gesetzentwürfe auch noch in diesem Jahr vorlegen und nicht irgendwie vertagen. Aber auch das ist ein Teil zu zeigen, wir vergessen, weil wir jetzt eine neue große Aufgabe haben, nicht die alten großen Aufgaben, die im Land ungelöst sind. Es gibt auch da einen Zusammenhang, wie man das Land zusammenhält, indem man denen zeigt, die sozusagen prekär beschäftigt sind, die nicht wissen, ob der Werkvertrag am Ende ihnen feste Arbeit und anständigen Lohn gibt, auch denen zeigt, ihre Sorgen sind und bleiben im Mittelpunkt von Politik. Es macht kein Argument überflüssig, der Argumente, die ihr vortragt, aber es bringt einen zusätzlichen Beitrag dafür, dass wir keinen hinten anstellen lassen mit dem komischen Argument, wir hätten jetzt eine neue Aufgabe, die anderen müssten ein bisschen warten. Das dürfen wir nicht machen. Und wenn wir jetzt Wohnungsbau machen, dann um Gottes Willen keinen Flüchtlingswohnungsbau, sondern Wohnungsbau für alle, die in den Großstädten zurzeit keine bezahlbaren Mieten finden. Und auch der Debatte über die Renten dürfen wir nicht ausweichen. Sowohl die versprochene Solidarrente muss kommen, weil es nicht sein kann, dass einer, weil er Pech hatte und im Niedriglohnsektor arbeiten musste, am Ende seines Arbeitslebens weniger Rente kriegt als einer, der noch nie gearbeitet hat. Da muss oben was draufkommen, damit sich Arbeit lohnt, damit der Wert der Arbeit in diesem Land wieder für alle sichtbar hergestellt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es geht auch um die Frage, wie stabilisieren wir das Rentenniveau? Weil sonst ganz schnell der Eindruck entsteht, aha, das Geld ist da, bloß nicht für mich. Und deswegen, glaube ich, wird es darum gehen, sehr stark Signale dafür zu setzen, dass wir die Gesellschaft beieinander halten. Das hat auch was damit zu tun, in welcher Tonlage wir in diesem Land diskutieren. Wenn wir nicht aufpassen in der Art, wie wir über die Herausforderungen reden, dann sind wir ganz schnell in einer Situation, wo die falschen, die rechten Rattenfänger sozusagen sich dieser Stimmungslage, die sie versuchen werden, diese Stimmungslage sich zugute zu machen. AfD und NPD, das sind die, die inzwischen offen rechtsradikal in unserem Land argumentieren. Und die AfD hofft, dass sie bei den anstehenden Wahlen zur Zünglein an der Waage wird und in die Parlamente auf dem Boden oder auf dem Nährboden von Fremdenfeindlichkeit und von Ausländerfeindlichkeit hineinkommt. Deren Reden, die sie öffentlich halten, die Galgen, die sie öffentlich hochhalten, die Forderung eines AfD-Funktionärs, man soll doch bitte die Todesstrafe in Deutschland wieder einführen, um die Regierungsmitglieder endlich an die Wand stellen zu können. Das ist der Nährboden, wo es am Ende einzelne Spinner und Fanatiker gibt, die sich für den Vollstrecker des Volkswillens halten und dann mit Messerattacken auf Politikerkandidatinnen wie in Köln losgehen. Das sind die eigentlichen Brandstifter in diesem Land und nicht nur die eigentlichen Täter. Niemanden ausschließen, die Gesellschaft beieinander halten und dafür sorgen, dass wir in der Tonlage der Debatte zwischen den demokratischen Parteien immer aufpassen, nicht das Vokabular der Rechtsradikalen zu übernehmen, weil am Ende sie die Gewinner sein werden und nicht wir. Und das Dritte ist, ich glaube, niemals in den letzten Jahren wurde es deutlicher, dass wir nicht mehr Nationalismus brauchen, sondern mehr Internationalismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele der Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, werden wir nicht in Deutschland alleine lösen. Wir alle wissen, dass wir versuchen müssen, die Zahl, vor allen Dingen die Geschwindigkeit derjenigen, die zu uns kommen, etwas abzusenken, weil wir in diesem Jahr natürlich die mehr als 1 Million Menschen integrieren können. Aber wir wissen, dass wir das nicht jedes Jahr für 5, 6, 7, 8 Jahre lang, jedes Jahr in der Geschwindigkeit schaffen. Aber wir haben keine nationalen Instrumente, weil die Menschen, die kommen, die kommen nicht deshalb, wenn man bei uns in der Erstaufnahmeeinrichtung vielleicht Taschengeld kriegt. Die kommen auch nicht, wie alle behaupten, wegen unserer Sozialsysteme, sondern die kommen, weil sie im Alltag Bomben erleben, weil ihre Kinder getötet werden,
weil sie keine Chance haben, in ihre Heimat zurückzukehren oder weil sie in Diktaturen leben und das nicht mehr ertragen können. Wenn wir das verändern wollen, dann werden wir mehr dafür tun müssen, auch einen Teil unseres Wohlstands in diesen Ländern zu investieren und international dafür zu sorgen, dass nicht Waffen aus Deutschland in Krisengebiete exportiert werden, sondern Frieden und Diplomatie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht mehr Nationalismus wird gebraucht, sondern mehr Europa, mehr Zusammenarbeit und mehr Internationalismus.